Strecke bergauf geht, sieht die Sache schon etwas anders aus. Der Lauf auf den Anhänger in Mödling hat bereits Tradition und trotz des schwülen Wetters war die Teilnehmerzahl wieder groß. Wir sind alle sehr stolz, dass diese Veranstaltung hier in unserer wunderschönen Umgebung stattfindet. Ich muss ein großes Kompliment an den ULC machen, der als Veranstalter auftritt. Frau Stadtrat, was muss man denn beachten beim Start? Dass man rechtzeitig schießt, damit das wird heute pünktlich um 17 Uhr beginnen und dass man wegkommt von der Laufstrecke, damit man nicht überrannt wird, weil das Gerangel ist groß und wir haben Gott sei Dank unheimlich viele Teilnehmer. Laufen zu zweit? Ja, so machen wir das. Und wie geht's? Es geht noch, ja. Was sagt die Pulsuhr? Ich habe kein Gurtum. Mach ich bei Wettkämpfen nie. Sieger des Anhängerlaufs, war es anstrengend? Ja, selbstverständlich war das anstrengend. Ja. Also bei einer Landesmeisterschaft muss man immer viel geben oder fast alles dann. Und ja, bis heute hat es gereicht. Das ist, gefällt mir natürlich irrsinnig und ich will natürlich schauen, damit dass das so bleibt. Ja, für mich war es schon hart, weil wenn seit Oktober nur 6-mal gelaufen bist, aber durch meine Grundkondition vom Schnellgehen und vom Skilanglauf habe ich es ganz gut gemeistert. Wie ist es im Rennen ergangen? Ego, danke. Also unten. Ziemlich schnell begonnen und dann hat ein bisschen der Anhänger-Tribut gefordert. Eine sehr schwierige Wettersituation heute. Ja, ein bisschen schwül, aber ich habe aufpassen müssen auf ihn, weil wir haben ein bisschen ein Privatwett laufen gehabt. Eine Privatwette ist da gelaufen. Was ist denn tatsächlich gelaufen? Naja, also 36er Bier. Das wird er jetzt bekommen, der Stefan. Aber wer hat denn gewonnen vor euch beiden? Ja, er hat mir ca. eine Minute abgenommen. Bin zu schnell angegangen und er hat das dann ausgenutzt beim ersten Anstieg. Ist dann vorbeigezogen. War dann kein Saft mehr in den Knochen, aber ja, das nächste Mal habe ich ihn wieder. War wirklich ein schöner Lauf. Allerdings würde ich heute wieder in der Stockerl stehen, muss ich gleich dazu sagen. Nicht bei 60 laufen, nicht so viele Damen, leider. Es ist nicht nur ein Lauf für Jugendliche, Sie sind über 60. Und nein, ich bin noch nicht, aber ich bin 60. Bin ich in der 45er Klasse gewertet dann, leider. Aber was soll's, gell? Gratulation, Sie geben danke vielen Generationen Mut, auch in diesem Alter noch zu laufen. Ja, eigentlich schon. Ich hoffe es zumindest, gell? Gratulation, Sie sind ja zu zweit mit dem Kinderwagen gelaufen. Ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Na, das mache ich eigentlich regelmäßig. Am Berg allerdings nicht wettbewerbsmäßig, sondern nur spaßhalber. Aber sonst Marathon und so bin ich auch schon zweimal mit ihr gelaufen über die volle Distanz. Und sie packt das ganz gut. Na, dreimal bin ich schon mit ihr gelaufen. Sie haben ein Handicap, waren aber nicht einmal Letzter. Nein, da bin ich sehr zufrieden. Ich habe eigentlich geglaubt, das wird sich heute nicht ausgehen, aber bin ich sehr zufrieden, habe mich gefreut. Wie oft laufen Sie in der Woche? Fast jeden Tag, aber 5 bis 6 Mal sicher. Und wie viele Kilometer? Es kommt drauf an. Also vor Marathon so 80 bis 100 und danach zu so 50, 60, 70, je nachdem. Schnellste war der Dürr Florian und die Zeit ist eine ausgezeichnete Zeit von 26,22 und stellt einen neuen Rekord auf den Anhänger dar. Sind Sie zufrieden mit der Qualität des Laufs? Na, absolut. Also besonders, wenn man die Siegerzeit betrachtet und die zweite, dritte Zeit bis zum 10. Platz sind wirklich hervorragende Zeiten.